Servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Ellerbach hier im wunderschönen Bäumen, sage ich schon, in Bayern. Und ja, man sieht, ich habe nämlich gerade an Bäume gedacht, der Frühling ist da, es sind wieder leichte Triebe an die Bäume dran, die Büsche sind wieder ein bisschen grün, es liegt kein Schnee mehr, es ist wieder Frühling. Und ja, ich mache jetzt einfach mal einen ganz kurzen Hofrundgang. So, der Silo, der ist jetzt halt, ja, fast leer, also das ist nicht mehr viel, wird Zeit, dass jetzt der erste Schnitt kommt. Beziehungsweise, ja, wir haben doch Silobindeln alle, da haben wir jetzt gar keine gebraucht, ist nur alles da, von dem her, ja, so einiges ist jetzt doch nicht. Aber ja, wie gesagt, es ist Frühling, es ist schön, Kühe geht's gut, Vorräte habe ich kaufen müssen und es ist die Frage, ob ich noch mehr kaufen muss, weil es sind jetzt hier noch 2 Stroh, da brauche ich auf jeden Fall noch welche, und Heu sind jetzt auch noch 3, da brauche ich auch noch welche, denke ich. Also da werde ich mich auf jeden Fall nochmal melden, dass ich welche brauche. Falls da auch wer hat, Discord regelt. Also, ja. So, genau, dann schauen wir jetzt nicht weiter, sondern ich hätte gesagt, was wir heute machen, ist Gülle fahren. Ich weiß, ich muss jetzt halt einfach sagen, ich weiß nicht, wie das mit den Sperrfristen ist, weil eigentlich hat man ja Sperrfristen, aber ich habe jetzt nicht so genau gewusst, wann die Sperrfristen sind. Und wenn man es jetzt mal anschaut, ist es jetzt der erste Frühling. Und wenn man rechnet, Dezember, Januar, Februar ist Winter, März, April, Mai ist Frühling und dann, ja, hätte ich jetzt eigentlich noch 3 Tage warten müssen oder 4 Tage, also erst im 4. Frühling fahren. Aber ganz ehrlich, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, von dem her fahre ich einfach jetzt Gülle. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so hinhaut oder nicht, aber ja, wir fahren jetzt einfach und ja, Mama fängt an. Fahren wir mit unserem 700er. Aber der ist gerade ein bisschen laut, wie ich merke. Nein, aus nicht. So, nochmal ganz kurz. Ich habe wahrscheinlich die Kopfhörerlautstärke noch ein bisschen hoch, aber ja, das wird schon passen, so. So, fahren wir mal rückwärts raus. Es ist jetzt auch die Frage. Halt, 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 Franz. Oh, ho, ho. Oh, habe ich gerade einen Schock gekriegt. Oi, oi, oi. Die Unterlenker sind ein bisschen angegangen. Aber die sind ja zum Glück aus Guss. Oh. Oh, habe ich gerade einen Schock gekriegt. Ey, das glaubt ihr nicht. Ey, war das knapp. Also, was ich gerade sagen wollte, wegen die Kopfhörer, weiß ich nicht, wie das jetzt ist, weil wir wollten ja eigentlich schauen, dass die quasi, dass die jetzt nicht mehr so rauschen, wenn ich quasi irgendwas Festes ins Mikrofon brüll, so wie jetzt oder so, dass das dann nicht so übersteuert, sondern dass das alles im Rahmen bleibt und halt nicht immer diese, ja, diese Atemgeräusche da sind. Ich habe es jetzt halt relativ weit weg vom Mund, muss ich sagen, aber ja, mal schauen, wie es jetzt ist. So, fahren wir mal daher. Ankuppeln. Wir müssen dann auch nochmal den Ständer, nicht falsch denken, den Ständer holen. Fürs Gillefass. Ja, passe ich wieder nicht durch die Tür. Ist ja klar. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt noch ein bisschen weiter zurück, aber egal. Um den Ständer holen. Den holen wir mit dem Lader, weil der ist ja auf Reifen. Da habe ich jetzt wenig Lust, den zu tragen. Und jetzt ist die Frage, wie wir uns hinstellen danach noch, weil. Naja, jetzt holen wir erstmal einen Ständer. So. Ja, genau, mit dem Paus. Also Nummernschild hängt jetzt immer noch da. Ich wollte es ja mal umhängen, aber ja, ich finde es jetzt hier eigentlich doch gar nicht so schlecht. Man sieht schon raus und bis jetzt haben wir noch nicht Ballen geladen, von dem her. Ja, noch ist es nicht so weit. Wenn wir Ballen laden, dann kommt es wahrscheinlich schon noch. So, Dele. Genau, wir fahren jetzt halt heute mal. Beziehungsweise, wir fahren jetzt als erstes mal nur auf die Wiesengülle auf. Und dann müssen wir mal schauen, Mist kommt auch noch auf ein paar Feldern auf. Und dann, ja, wie gesagt, mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber jetzt erstmal die Wiesen. Wir müssen überall Gülle auffahren, weil das überall gerade relativ schlecht ist. Und jetzt, ja, es geht vom Gewicht her, aber es ist halt die Felge noch drin. Das macht das Ganze schon ganz schön schwer. Oh. Naja,
Steht es nicht so sicher, aber okay. Wir müssen ja nur bis dahinter. Ah, noch hebt's. So, halt. Meine, wenn es runterfällt, dann fällt es halt runter. Das ist jetzt ja auch nicht so tragisch. So. Machen wir hier mal auf. Genau. Stellen den dann noch ein bisschen auf die Seite. Den da müssen wir auch wieder wegfahren, weil sonst steht der komplett im Weg. Wollmähre ja auch nicht, ne? Halt, falsche Taste. Halt. Jetzt. So. Und jetzt schauen wir mal hinter zum Güllefass. So, warte, ich muss jetzt mal kurz da hinten auf der Aufnahme. Ah, da unten, ja, okay. Nur wie lange ich jetzt schon wieder gelabert habe, ne? Ich glaube, ihr wollt einfach eine Zeitraffer, aber ja. Ich meine, das. Oh, tanken müssen wir auf jeden Fall auch noch fahren. Sonst geht es uns so wie im Modellei hier. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die neuen Reifen so machen. Wie gut oder schlecht sind. So, hinten mit dem Schleppschuh aufpassen. Der nicht hängen bleibt. Aber scheint zu funktionieren. Und dann, ja, wir haben da unsere Einlasser. Sprich, wir müssen uns so rum hinstellen. Das passt schon. So. Bleiben wir stehen. Wir brauchen einen Schlauch. Und zwar den. Der ist auch nicht gerade so leicht, aber starzig ist er auch. Aber ja, denke, es geht schon. Ah, das ist der Verlängerungsschlauch. Den wollen wir nicht. Dann ist es der auf der anderen Seite. So. Dann nehmen wir quasi einmal den da. Oh, halt. Den da festmachen. Ja, genau. Und jetzt liegt er halt da blöd. Jetzt müssen wir quasi nochmal. Bisschen rückwärts schieben. Ey, das ist. Entweder der Hof wird immer kleiner oder was ich mehr vermute, die Maschinen werden immer größer. Aber wir spekulieren noch so, was es jetzt ist. Also wie gesagt, das ist halt echt. Halt. So müsste es eigentlich passen. Ja. So, ja, jetzt gucken wir mal, denke ich. Ja, jetzt läuft er voll. Das schaut doch eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn er wieder voll ist, weil das dauert jetzt halt ein bisschen. Brauchen wir jetzt nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, das haben wir jetzt wieder aus dem Zeitraffer und. Aus dem Zeitraffer. Aus dem Cut sind wir jetzt wieder da. Und. Ja, wir warten hier jetzt, dass wir abbiegen können. Ja, wir fahren jetzt hoch zur Baywa, deren danken und dann fahren wir auch gleich auf unsere Wiesen auf. Güllefass voll, passt alles, hat alles gut funktioniert. Jetzt gucken wir mal hoch hier. Er hat schon zum Ziehen, das merkt man schon. Das ist jetzt nicht so ohne, aber geht. Geht gut. Und dann, was wollte ich jetzt noch erzählen? Irgendwas habe ich nicht gehabt. Nee, weiß ich jetzt nicht. Genau, einstellen müssen wir dann nur das Fass, wie viel wir füllen. Naushauen eben. Der macht dann den Krach. Das ist übrigens unser Raps, ne, den ihr da seht. Und ja, wie gesagt, da müssen wir dann heute Abend vielleicht sogar schon einfach einmal drüber spritzen. Rapsgerste, das ganze Zeug, dass das einmal länger gespritzt wird, weil, ja, sonst bringt es dann auch nichts mehr. Dort stehen wir auf der falschen Seite. Dann parken wir hier relativ weit vorn, dass wir nur rumziehen können. So.
Ein Schlauch. Schwierig, den rumzuziehen. Hinten, nein. So, jetzt läuft er voll. Denke ich, hoffe ich. Oder hat er da sein Benzin? Nee. Ich glaube, das ist an sich egal, oder? Ich weiß es nicht. Klärt mich auf. So. Ei, der schluckt auch. Ordentlich. Aber er hat auch was zum Ziehen. Muss man ihm auch lassen. Und dann... Ei, der schiebt! Das ist abartig. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Obwohl, doch, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. So. Aber man merkt auf jeden Fall, dass er auf Last ist. So, da fahren wir jetzt mal rein. So, genau. Noch ein bisschen. Da klappen wir mal aus. Uiuiui, das ist auch schnell. Das ist schnell ausklappt. So, jetzt müssen wir quasi... Wenn wir schauen, dass wir jetzt Einstellmenge. Ich habe das noch nie so gemacht. Wenn wir mal noch mal kurz gucken auf unserem iPad. Weil wir haben hier auf dem iPad ja jetzt unseren Stickstoff. Und ihr seht, es ist nicht gut. Wir müssen alles güllen. Also alles auf komplett. Ja, okay. Dann passt es doch. Das schaffen wir an. Und dann geht's rund. Rein in die Olga, würde ich sagen. So, und dann rein in die Olga. Ja, nicht ganz so weit am Rand, würde ich fast behaupten. Aber jetzt will ich mal gucken. Ja, wir können fast sogar... So, macht er jetzt was? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber doch, das wird schon. Ja, geht schon. Jetzt nicht so optimal, muss man sagen, glaube ich. Aber... Müsste passen. Ich fahre jetzt hier auch einfach im Kreis. Das geht dann schon. Weiß nicht, wie das ist. Aber ich glaube, Schleppschuh sollte man nicht so im Kreis fahren. Aber mein Gott, ist halt so. So. Dann würde ich sagen, da ich jetzt nichts mehr zum Labern habe, starten wir in die Zeitraffer und ja, bis gleich.
So, das haben wir jetzt wieder aus der Zeitraffer, alles wieder ganz gut ankommen. Ja, ihr habt in der Zeitraffer jetzt nur ein bisschen was vom Güllefahren sehen, nur lang nicht alles. Also das wäre nochmal, das war jetzt vielleicht ein Drittel, also das wäre nochmal dreimal so lang gegangen. Na, zweimal so lang wäre es so gegangen. Ja genau, das wäre nochmal zweimal so lang gegangen und ich habe mir gedacht, nee, das gibt's ja euch doch sowieso nicht, dass ihr so viel Zeitraffer schaut und das würde ich mir auch nicht geben, das macht doch dann irgendwann keinen Spaß mehr. Von dem habe ich mir gedacht, kürze ich es einfach so ab, bis das Lied vorbei ist und schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Wollt ihr ganze Zeitraffer sehen mit dann mehreren Lieder oder schaut sie das sowieso nicht an, was ich komplett nachvollziehen kann und sagt ihr, na, ich schaue sowieso nur so wenig und da können wir es so machen, das ist besser. Also schreibt es mal nein, aber ich finde das jetzt so eigentlich eine ganz gute Lösung. Und ja, es ist jetzt 16:30, ich habe alle Flächen fertig gegüllt oder wie sagt man da, ja. Können wir mal schauen. Stickstoff. Hier die ganzen Grünen. Und das da ist da, haben wir noch nicht ganz eingestellt. Das lassen wir jetzt aber so, das ist egal. Und ja, als nächstes werden wir jetzt dann. Also das Güllefass bleibt jetzt da so stehen, weil wir werden dann nur auf die Gäste hinausfahren und ein bisschen ja, treifodeln. Und ja, Fendt hat gut durchgehalten, passt alles. Ich hatte noch was zum Verzählen, aber jetzt lassen wir mal überlegen, was das war. Ja, ja, genau. als letzte, also vor der Zeitraffer haben wir ja Hofdings gemacht. Das war bei mir jetzt schon ein paar Tage her, von dem her ist das ein bisschen verwirrend. Haben wir Hofrundgang gemacht, was alles nach dem Winter neu gewesen ist. Und da habe ich nur eine ganz wichtige Sache vergessen. Die schauen wir uns jetzt mal schnell an. Ich gehe jetzt da durch, bevor wir das Tor aufmachen müssen. Und zwar, ja, der Geräteträger steht jetzt da und jetzt gehen wir rüber. Hier, die Mulde, die haben wir jetzt einfach gekauft. Mulde, Kipper! Das war in die Kommentare, ich weiß, es ist ein Kipper, aber ich sag immer wieder Mulde, ich weiß selber nicht warum. Es ist ein Kipper und ich versuche es mir anzugewöhnen. Aber ich glaube, das wird nicht einfach. Auf jeden Fall haben wir den Kipper jetzt gekauft und ja, der gehört jetzt uns. Geld ist noch nicht abgezogen worden. Von dem her, aber das wird schon abgezogen. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Also ich fände es auch nicht schlimm, wenn es nicht abgezogen wird, aber egal. Ich glaube schon wieder viel zu viel. Genau, sonst weiß ich nichts zu sagen. Nächste Folge werden wir dann vielleicht sogar schon säen. Oder vielleicht nochmal Gülle fahren, aber das will ich eigentlich nicht, sondern dass wir da vielleicht dann nice säen. Wir sehen ja nur Luzerne auf dem Feld und dann eben nur an Mais. Aber das dauert nur mit dem Mais. Dann Ding, wie heißt's? Weizen, genau, Sommerweizen, den wir sehen. Und ja, sonst passt eigentlich alles. So, ich habe schon wieder voll den Scheiß zusammengequatscht. Oh, das darf ich ja gar nicht sagen auf YouTube. Oh, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, ist es jetzt einfach vorbei, die Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.